Es kommen sicher noch ein paar Leute dazu, aber wir wollen euch auch nicht länger aufhalten. Also fangen wir mal an und bis wir dann wirklich ins Rollen kommen mit der Präsentation, dauert es ja noch ein bisschen. Also das passt dann genau. Also herzlich willkommen alle offiziell jetzt zu einem weiteren Webinar des Projekts Multiperspektivischer Blick auf die Biodiversität im Wald, gefördert vom Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus. Und ich freue mich sehr, heute einen Gast bei mir begrüßen zu dürfen, und zwar den Hannes Berger von der Forstverwaltung Wienerwald. Also er ist der Leiter davon und hat Gott sei Dank zugestimmt, eben heute eine Präsentation, ein Webinar für uns zu halten. Und zwar über das Thema Daseinsvorsorge des Waldes, der Ökologie und was die Ecosystem Services in Englisch, das ist bei mir immer so eingeprägt im Kopf, dieses Wort, aber eben die Ökosystemdienstleistungen damit zu tun haben und was der Wienerwald eben als praktisches Beispiel kann er uns daran das aufzeigen. Ja, Hannes, danke, dass du da bist. Herzlich willkommen und ich übergebe dir gleich das Wort, dass du dich auch kurz vorstellst und dann, wie du magst, mit der Präsentation anfängst. Dankeschön. Danke, Julia, überhaupt für die Gelegenheit, hier meinen Vortrag halten zu können. Ja, von meiner Seite, eh schon erwähnt, Hannes Berger, mein Name. Bin jetzt fast seit 10 Jahren Leiter der Forstverwaltung Wienerwald vom Land- und Forstbetrieb der Stadt Wien. Ja, also das ist nur zum Einstieg, muss ich gleich mal eins vorweg verraten, der Forstbetrieb der Stadt Wien, das ist kein klassischer Forstbetrieb. Also das repräsentiert jetzt nicht die klassische Forstwirtschaft, wie es in Österreich üblich ist. Ich komme da eh in meiner Präsentation darauf zurück, was da halt einfach anders trennt bei uns als wie ja, vom Rest Österreich. Das ist halt einfach so, wir haben andere Rahmenbedingungen. Wir sind auch froh darüber, dass wir andere Rahmenbedingungen haben, also politische Ziele, die dahinter stehen. Und die werde ich auch erörtern. Und der Mehrwert von dieser Präsentation auch für jetzt private Forstbetriebe wäre ja, wenn sie die Rahmenbedingungen insofern ändern sollten, dass das so der Stadt Wien angeglichen wird, dann kann man sich sicher so vom Management her einiges abschauen. Leider Gottes ist da vielfach noch nicht viel was in Bewegung. Vielleicht kommen so Dinge wie irgendwie CO2-Zertifikate, was eben privaten Waldbesitzern auch irgendwie anders einkommen und auch ein anderes Handeln dann ermöglicht. Also das ist der springende Punkt dabei. Was ja für Interessenten aus der Forstwirtschaft mitgeben kann, ich werde da einige betriebswirtschaftliche Inputs liefern, wie man trotz ökologischer Wirtschaft auch betriebswirtschaftlich agieren können. Weil in der Stadt Wien gibt es leider auch keinen goldenen Esel. Und wir arbeiten auch nach den Prinzipien sparsam, wirtschaftlich und zweckmäßig. Also so sollte der Umgang mit Steuergeldern sein. Und das ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Gut, wenn es für alle passt, würde ich dann in die Präsentation starten. Bitte gerne. Wie es immer der Fall ist, ihr könnt es gerne die Fragen im Chat stellen, bis zum Ende der Präsentation und dann am Ende adressieren wir die natürlich alle mit der Hilfe von Hannes und beantworten alle Fragen, so gut es geht. Super, ja. Perfekt. Sieht man Sieht man alles? das? Ja. Sehr gut. Also die technischen Schwierigkeiten haben wir überwunden. Präsentation kann starten. Titel meiner Präsentation ist Daseinsvorsorge durch vitale Ökosysteme. Also da steckt eh schon viel dahinter. Unter anderem einmal die Daseinsvorsorge. Das ist einfach das übergeordnete Ziel vom Forstbetrieb der Stadt Wien. Und
Das kann nur gewährleistet werden, also nachhaltig gewährleistet werden durch vitale Ökosysteme. Kurz zur Betriebsvorstellung. Wir sind der zweitgrößte Forstbetrieb Österreichs. Das wissen viele nicht. Wir bewirtschaften insgesamt eine Fläche, die ja ungefähr so groß ist wie die Fläche des gesamten Bundeslandes Wiens. Wir sind aber nicht nur in Wien vertreten, sondern mit dem Großteil der Flächen, sieht man den Mauszeiger hoffentlich, in der Steiermark und in Niederösterreich, also Hochschwabrad-Schneeberggebiet mit ungefähr 33.000 Hektar. Hier ist das oberste Ziel der Trinkwasserschutz, also die Trinkwasserversorgung der Stadt erfolgt über diese Quellschutzgebiete in den Nachbarbundesländern. Dann der zweite große Part sind die Stadtwälder an und für sich. Also hier kommen wir direkt in das Bundesland Wien, beziehungsweise kleine Umgriffe davon in Niederösterreich. Ungefähr 8.650 Hektar Stadtwälder. Die großen Ziele dahinter sind eben übergeordnet die Ökosystemleistungen wie Erholungsräume, Schutz von den Klimaschutzwirkungen der Wälder, die davon ausgehen, Biodiversitätsschutz und so weiter und so fort. Das sieht man hier auf der Karte gut. Also wir sind stark vertreten im Westen von Wien. Also diese Forstverwaltung Wienerwald, die leite ich. Das sind die Ausläufer des Wienerwaldes. Und dann die Nachbarforstverwaltung Lobau inkludiert vor allem den großen Teil des Nationalparks auf Wiener Seite, Nationalpark Donauauen. Und etliche Streuflächen wie Erholungsgebiet Wienerberg und so weiter und so fort. Ja, zudem hat die Stadt Wien noch einen großen Landwirtschaftsbetrieb mit ungefähr 2200 Hektar Fläche, auch in Wien situiert, aber auch Teile in Niederösterreich. Und der Großteil wird im Biolandbau bewirtschaftet. Ja, kurz habe ich es eh schon erwähnt, die wichtigsten Betriebsziele sind eben sämtliche Erfüllung von Ökosystemleistungen, wie eben Erholungsräume, Trinkwasserschutz, Naturschutz, Verbesserung stadtökologischer Aspekte, aber auch, um uns auch selbst zu erhalten, oder einen Teil davon selbst zu halten, ökonomische Aufgaben. Also hier kommen wir in die klassischen Bereiche der Forstwirtschaft, wie eben Holzproduktion und in der Forstverwaltung Wienerwald eher in Richtung Wertholzproduktion. Auch ein wichtiges Themenfeld ist die Umweltpädagogik. Hier geht es um umfassende Bewusstseinsbildung für die städtische Bevölkerung, für unser Bund. Ja, was sind jetzt so die großen Herausforderungen, vor die wir stehen? Das ist eh wie allseits bekannt, das sind Klimawandelfolgen. Also wir werden, also unsere Ökosysteme werden in Zukunft mit wirklichen extremen Störungsregimen konfrontiert. Also Klimawandelfolgen in Richtung Waldbrände, erhöhte Sturmereignisse, also die viel heftiger ausfallen werden, als wir es jetzt kennen, Hochwasserereignisse und was auch immer. Dann auch ein wesentliches Themenfeld sind die Einschleppung neuer invasiver Arten. Zurzeit kämpfen wir mit den sogenannten Eschentriebsterben, das durch einen eingeschleppten Pilz die Esche ziemlich aus unseren Ökosystemen verdrängt. Ja, zudem
Von der Ausgangssituation haben wir stark durch die Menschenhand veränderte Ökosysteme. Also hier hat es viele Übernutzungswellen gegeben, vor allem nach Kriegs- und Krisenzeiten. Und natürlich auch ein Themenfeld durch die einseitige Ausrichtung von Forstbetrieben, dass man eben auf rasch wüchsige Baumarten zurückgreift, die die Holzindustrie stark nachfragt. Da sind eben so Dinge entstanden wie Fichtenmonokulturen an Standorten, wo sie im Zuge des Klimawandels in starke Bedrängnis kommen. Ja, zudem leben wir in großen Unsicherheiten, was eben die Prognosen betreffen, also Klimawandelprognosen, was kommt wirklich auf uns zu, welche Temperaturszenarien, welche Niederschlagsszenarien. Also da gibt es nicht wirklich für die Praxis fundierte Aussagen, wo man das runterbrechen kann. Ja, so wird das in 50 Jahren sein. Und dementsprechend diese Bäume werde ich bevorzugen oder diesen Waldbau werde ich bevorzugen. Also mit solchen Unsicherheiten muss man eigentlich umgehen und das muss man im Management integrieren. Ja, das waren jetzt einmal so Problemstellungen, die treffen jetzt nicht nur die städtischen Wälder, die betrifft eben die ganzen Waldökosysteme Österreichs mehr oder weniger. Jetzt kommt man eher mehr auf die Problemstellungen des städtischen Raumes, also unter anderem die zunehmende Urbanisierung, also mehr Menschen drängen in die Großstadt, was auch heißt, dass auch mehr Menschen in die Naherholungsräume drängen und hier kommt es zu verstärktem Nutzungsdruck. Dann Klimawandeleffekte im städtischen Bereich wirken sich auch viel, viel stärker aus, weil dieser ausgleichende Faktor durch die Vegetation eingeschränkter ist. Also die Stadt Wien selbst ist sicher einer der größten Klimawandel, Problemfelder in Österreich. Also hier schlägt der Klimawandel viel, viel stärker zu. Ja, und dann kommen wir zu einem Handlungsfeld, auf das ich näher eingehen werde. Es sind eben diese einseitig ökonomischen Zwänge von Forst- und Agrarindustrie. Es gibt unser Wirtschaftssystem eigentlich nicht mehr her zurzeit, dass eben zum Beispiel Forstbetriebe andere Richtungen einschlagen können. Natürlich wollen die auch überleben, also wirtschaftlich überleben. Und da gibt es halt einseitige Ausrichtungen in Richtung, vermehrt halt Holzproduktion, weil es eben ein Fehlen von Märkten für ökologische Leistungen gibt. Ja, da leite ich jetzt echt gleich über zu Ökosystemleistungen, marktwirtschaftliche Betrachtung. Da mal nur so markttheoretische Einführung dazu. Ja, prinzipiell dienen Güter der Bedürfnisbefriedigung. Das kann man mal da so stehen lassen, das ist einfach so. Und mit Verknappung gibt es Märkte und damit auch einen Preis. Und dann gibt es markttheoretisch auch so einen Begriff von freien Gütern. Die haben definitionsgemäß keinen Preis, da sie ja scheinbar, und ich erwähne hier das Wort scheinbar, extra noch unbegrenzt vorherrschen. Und in der Lektüre taucht so oft das Gut Luft auf, als freies Gut. Aber ich habe da einen Link dazu geschalten, da kann man nachlesen. Also mit einer Aussage, die ich da in den Raum stelle,
Hat jede Millionenstadt dieser Erde überhaupt eine qualitativ ausreichende Luft zum Atmen? Und dieser Link gibt neueste Erkenntnisse diesbezüglich vor, die noch nicht abgesichert sind, aber da gibt es Vermutungen dazu. Jeder denkt gleich einmal bei qualitativ guter Luft einmal an Atemwegserkrankungen, die bei Mangel dieser auftreten können. Aber in diesem Artikel, den ich hier da dazu gebracht habe, ist auch so die Hypothese, dass vermehrt Depressionen auftauchen aufgrund von schlechter Luftqualität. Ja, und dann stellt sich die Frage, für Luft in der Millionenstadt gibt es noch immer keinen Preis. Leben, also qualitativ gute Luft, ist in vielen Millionenstädten wirklich knapp. Und dann stellt sich wirklich die Frage, leben wir in einer Marktwirtschaft? Ja, Ökosystemleistungen haben einen starken menschlichen Bezug. Also das ist nicht so, was jetzt von Natur aus da ist, sondern das sind halt einfach Leistungen, die dem Wohlergehen des Menschen dienen. Ja, und bei der nachhaltigen Erfüllung von Ökosystemleistungen bedarf es einer guten Abwägung zwischen dem Systemerhalt, Selbsterhalt eines Ökosystems und menschlichen Eingriffen. Also das ist eigentlich, was ich damit sagen will. Man sollte intelligent halt mit den Ökosystemen arbeiten, in vielen Bereichen sich vielleicht herausnehmen, wo man das Gefühl hat, da kann sich das System selbst erhalten und erfüllt dadurch auch die Ökosystemleistungen und ich sage mal, bei den meisten der Waldökosysteme der Stadt sind aber menschliche Eingriffe notwendig, weil diese Ökosysteme vor allem in der Zukunft sicher als instabil gelten. Aber darauf werde ich dann noch später eingehen. Ja, sind Preise für Ökosystemleistungen sinnvoll? Ich behaupte jetzt einmal ja, weil Leistungen genutzt werden. Ja, der Preis soll ja den Leistungen dann einen Wert geben. Der Preis soll auch Investitionen transparent machen. Preise sind allgemein verständlich. Und, das ist nicht umsonst hier fett, Preis gibt einen Erhaltungsauftrag vor. Also mit dem kann ich auch Dinge steuern. Wie schaut es bei der Stadt Wien aus? Wie schaut es da mit der Preisfindung aus? Also wir haben hier dieses Privileg, das ich ja eingangs erwähnt habe. Wir haben hier andere Rahmenbedingungen. Die Stadt Wien hat einen Markt für Ökosystemleistungen, weil die eben gefordert werden, politisch gefordert. Das sind die obersten Ziele, die zu verfolgen sind. Die nachhaltige Erfüllung der Ökosystemleistungen und sie werden über öffentliche Gelder abgegolten. Für uns als Forstbetrieb stellt sich trotzdem immer die Herausforderungen, politische Systeme ändern sich laufend nach jeder Wahl und da gibt es Stoßrichtungen, aber für so eine nachhaltige Absicherung ist es schon wichtig, diese Dinge transparent zu machen, Bewertungsgrundlagen zu finden, ja, das Bewusstsein dafür auszubilden, dass eben funktionierende Ökosysteme auch diese Ökosystemleistungen nachhaltig bringen. Ja, wie kann man das zum Beispiel so bewerten? Hier ein Beispiel über das Stadtklima herangetragen. Auf dieser Folie sieht man hier links das Bundesland Wien mit der Landnutzungsverteilung.
Konzentrieren Sie sich bitte auf diese grünen Bereiche, also die geben die Waldverteilung im Bundesland Wien wieder. Schaut man sich hier die rechte Grafik an, sieht man die mittlere Anzahl der Sommertage. Das sind halt jene Tage mit einem Temperaturmaximum über 25 Grad Celsius. Und man sieht, dass in diesen waldreichen Regionen des Bundeslandes, vor allem im Wienerwaldbereich, diese Anzahl sehr stark gesenkt ist. Im Bereich der Donauauen ist dieser Effekt nicht so groß. Das hat einen einfachen Hintergrund. In Wien treffen sich hier zwei klimatische Zonen, also vom Westen her eher atlantisch beeinflusst und vom Osten her ist das schon anders beeinflusst, schon mit einem pannonischen Klima. Und dadurch ist der Effekt etwas gedämpft. Ja, also in Wien kämpfen wir mit urbanen Hitzeinseln. Also der Temperaturunterschied kann bis zu 10 Grad im Extrem betragen, also zwischen dem Wienerwaldbereich und dem innerstädtischen Bereich, der sehr stark verbaut ist. Ja, und wenn man sich die Prognosen in Zukunft gibt, dann wird Wien mit starken Temperaturerhöhungen zu kämpfen haben. Also die mittlere Temperatur wird prognostiziert bis 2050, dass sie ansteigt um 1,5 Grad. Das ist schon gewaltig viel. Ja, wie kann jetzt so ein Bewertungsansatz erfolgen? Insofern, also diese Stadtklimaregulierung durch Waldbereiche, wenn es die in diesem Ausmaß nicht gibt, liegt das gleich mal auf der Hand, dass man das vielfach technisch irgendwie lösen muss und sprich ein Wohnraumklima zu beeinflussen geht halt am einfachsten technisch mit der Etablierung von Klimaanlagen. Also das trifft jetzt nicht nur den Endverbraucher, sondern auch die Kommune, weil Klimaanlagen sind sehr energieintensiv. Also da muss man Überlegungen anstellen in Richtung der Energieversorgung, auch nachher später mal Entsorgung von Altgeräten und so weiter und so fort. Ja, und mit diesen Opportunitätskosten der technischen Klimaregulation kann man eine Bepreisung machen. Hier nur ein Beispiel, 100 Quadratmeter Wohnung. Also das trifft eine technische Lösung insofern den Endverbraucher, dass er ungefähr 180 Euro pro Jahr jetzt reinstecken muss, also sprich Stromkosten und so weiter, Wartungskosten. Und zusätzlich einmalig so um die 2.500 Euro Investitionskosten. Und der Bewertungsansatz wäre halt in Richtung Einsparung über die Anzahl an Klimaanlagen, wenn der Wald nachhaltig das bringt, dass er das städtische Klima gedämpfter haltet. Ja, ich springe jetzt über in die Sache, wie sollen wir unsere Wälder in Zukunft managen, damit eben diese Ökosystemleistungen nachhaltig erfüllt bleiben. Und wir sprechen hier von einem resilienzbetonten Waldmanagement. Wir sind gerade in einem Prozess, das ist ziemlich neu, dass wir auch unsere Managementausrichtungen sukzessive umstellen. Einiges ist schon passiert. Der große Sprung wird noch folgen. Ich leite hier eine Arbeitsgruppe, die sich nennt Resilienz und Wert von Ökosystemen, wo wir das herausarbeiten, um eben unsere Wälder zukunftsfitter zu machen. Ja. Die Vorgangsweise ist so, um mal
Identifizierung von relevanten Ökosystemleistungen, dann Herausarbeiten von Eigenschaften von Wäldern, wie die ihre Funktionen dann bestmöglich erfüllen können, dann die Beschreibung von Managementmaßnahmen, mit dem der Funktionserfüllungsgrad aktuell und in Zukunft beeinflusst werden kann. Ja, dann eben das Beispiel, was ich eh schon gebracht habe, als ein Beispiel davon, also Bewertung von Handlungsalternativen durch Vergleich von Wirkung, Kosten, Nutzen anhand von Kriterien, Katalogen und Checklisten. Und das ist auch ein wichtiges Thema in der Bewusstseinsbildung. Wir wollen das vor Ort an Waldflächen, an Beispielflächen veranschaulichen, was eben diese Managementumstellung eigentlich bringt in der nachhaltigen Funktionserfüllung. Ja, als Einstieg ein doch plakatives, gutes Zitat von unserer EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Ich zitiere jetzt: Die biologische Vielfalt steht im Mittelpunkt unserer Zukunft und der Zukunft unseres Planeten. Was gut für die Natur ist, ist gut für die Wirtschaft. Also das ist eigentlich ein bahnbrechendes Zitat. Jetzt fällt es nur mehr so wirklich an der guten Umsetzung dazu. Aber was da drinnen erwähnt ist, also biologische Vielfalt. Und das ist einer unserer Erkenntnisse daraus, oder aus der Wissenschaft allgemein, das kommt ja nicht von uns, sondern ist ja wissenschaftlich fundiert. Also diese hohe biologische Vielfalt macht unsere Wälder resilient. Also resilient meint, also Resilienz ist so ein Begriff, das eben meint, wenn halt jetzt extreme Störungsereignisse über ein Ökosystem hereinbrechen, dann passiert was, dann sind vielfach jetzt das Abgrenzung zum Begriff Resistenz, dass jetzt noch zum Beispiel an einer Windkatastrophe jetzt die Bäume stehen bleiben. Das heißt, so ist es halt sturmresistent, aber das wird es in Zukunft nicht so sehr spielen, sondern da ist es halt, da wird was passieren, da werden Bäume zunehmend fallen. Und resilient ist dann ein System, wenn eben die Ökosystemeigenschaft, also sprich Wald bleibt Wald, erhalten bleibt und nicht Wald zu Ödland wird. Also als Extrembeispiel dazu. Ja, das ist die hohe Prämisse, hohe Resilienz durch mannigfaltige Vielfalt. Und wir haben das so runtergebrochen, machen ein Optimierungsmanagement anhand von drei Schlüsselfaktoren der Vielfalt. Also das ist Artenvielfalt, Strukturvielfalt und genetische Vielfalt. Und das wollen wir halt in unseren Ökosystemen etablieren. Gibt einige, dort erhält sich das System selbst, also da haben wir nichts zu tun. Also, und es gibt viele Bereiche, die sind halt so stark verändert, dass dieser System selbst halt höchstwahrscheinlich nicht gewährleistet ist. Und da wollen wir eben mit einem intelligenten, effizienten und oder suffizienten Handeln eben zu dieser erhöhten Vielfalt gelangen. Ja, der Output ist ein adaptives Dauerwaldsystem mit höchstmöglicher Resilienz. Grafisch aufbereitet diese drei Schlüsselfaktoren. Artenvielfalt, das brechen wir runter auf nur so Themenfelder, die wir als Forstverantwortliche auch beeinflussen können. Und Artenvielfalt ist ja sehr viel, also es gibt ja sehr viele Arten in Waldökosystemen. Wir brechen das runter auf Gehölzvielfalt. Dann Strukturvielfalt, was wir beeinflussen können, ist
die Stufigkeit des Waldes, das heißt vor allem von einschichtigen Wäldern zu stufigen Wäldern zu kommen, also zu ungleichförmigen, ungleichalten Wäldern. Zur Strukturvielfalt gehört auch das Thema Totholz, also Förderung von Totholz als sehr wichtiges Element in Waldökosystemen. Dann die genetische Vielfalt wollen wir beeinflussen, vor allem über Etablierung von Biotopbäumen, also Bäume, die bewusst, also Einzelbäume, die bewusst außer Nutzung gestellt werden, wo man auch weiß, je älter ein Baum, desto höher auch die epigenetische Vielfalt. Und vor allem ein großes Credo, das Setzen auf die Jugend. Das ist nicht nur in der Soziologie von Menschen ein wichtiges Themenfeld, sondern auch in Ökosystemen, weil einfach hier über die Naturverjüngung im Zuge auch von epigenetischen Einflüssen unsere Hoffnung steckt, dass eben Bäume, die unter anderen Klimabedingungen groß werden, sich schon darauf einstellen können. Weil wir wissen auch, Bäume haben eine sehr hohe genetische Bandbreite und epigenetisch kann dadurch viel passieren. Ja, hier nur eine Aufzählung, wie das halt vom Management her noch weiter heruntergebrochen wird, also was so Leitprinzipien sind. Ich gehe da jetzt nicht auf jeden einzelnen Punkt ein, ich habe mir da ein paar einzelne herausgegriffen, damit das auch in der Zeit ausgeht. Und fangen wir mal mit einem wichtigen Thema an, das ist überhaupt dieses Dauerwaldsystem. Also das beinhaltet einmal so Dinge von der Nutzungsdynamik her, dass man nur so Einzelgruppenstammweise nutzt. Und diese klassischen Dauerwälder, was sehr viele in Mitteleuropa angesehen haben, ein großes Manko. Sie sind sehr totholzarm, sehr arm an Biotopbäumen, weil immer das Credo ist, man nutzt vom starken, dicken Ende und dadurch können sich halt kaum Biotopbäume etablieren, beziehungsweise in weiter Folge auch Totholz. Also das ist, wir erweitern das Spektrum insofern, dass man das integriert und genauso eine Integration von außer Nutzung gestellten Flächen. Und das gesamt ergibt einerseits eine Lebensraumerweiterung auf kleinster Fläche und mit der Außernutzungsstellung eine Erweiterung auf Landschaftsebene. Und großräumig gesehen ergibt es ein gutes, heterogenes Lebensraummosaik. Ja, so schaut es aus. Hier ein Beispiel aus dem Lenzer Tiergarten, wo man auf dem Bild gut sieht, liegendes Totholz, stehendes Totholz, ein Biotopbaum und inkludiert in einem Waldökosystem und die werden bewusst nicht genutzt. Auf dieser Grafik sieht man eben, rot sind außer Nutzung gestellte Flächen, blau sind die Flächen der Stadt Wien, rot sind hier die Biosphärenpark-Kernzonen des Biosphärenparks Wienerwaldes. Die Kernzonen sind eben diese großflächig außer Nutzung gestellten Gebiete, die werden noch um einiges erweitert. Somit kommen die Flächen der Stadt Wien im Forstbetrieb Wienerwald auf 10% außer Nutzung gestellte Flächen. Ja, das habe ich ja eingangs erwähnt, wir sind konfrontiert mit Ökosystemen, die menschlich stark beeinflusst sind. Also wir versuchen bewusst kleine Störungen zu machen, also durch Einzelstammentnahmen oder Baumgruppennutzung,
Das kann man als Corona-bedingt eh passt gut vergleichen mit einer Stärkung des Immunsystems durch Impfung. Was passiert dadurch? Also wir fördern und stabilisieren damit einzelne Baumindividuen und fördern auch den System-Selbsterhalt insofern, dass eben Naturverjüngung sich etablieren kann, Totholz angereichert wird, Zwischenschichten sich etablieren können. Da sieht man eben, wie so schöne Dauerwälder dann ausschauen können. Die haben jetzt nicht nur einen ästhetischen Wert, sondern auch einen Wert in Richtung also mannigfalter Erfüllung von Ökosystemleistungen. Auf dem Bild rechts sieht man eben, wie kleinflächig auch Nutzungen stattfinden. Ja, ganz ein wichtiger Faktor ist Boden- und bestandesschonende Holzernte. Wir im Forstbetrieb Wienerwald setzen wir keine Großerntemaschine mehr ein, sondern ausschließlich motormanuelle Fällung durch geschultes Personal. Es darf nicht mehr flächig befahren werden, sondern nur auf fixen Rückegassen. Und die Befahrung der Rückegassen sollte nur bei optimalen Bedingungen erfolgen. Das ist schon ein Themenfeld, das man eher mehr Wunschkonzert, weil diese optimalen Bedingungen zur Rückezeit kaum mehr vorhanden sind. Also sprich gefrorener Boden. Ja, und im steilen oder in sensiblen Bereichen versucht man halt andere Methoden außer der Befahrung noch einzusetzen, wie unter anderem auch Pferderückung. Ein wichtiges Thema auch zur Totholzanreicherung ist, dass wir nur mehr die unteren Stammsortimente nutzen, dass das gesamte Kronematerial unaufgearbeitet belassen. Das hat einmal einen wichtigen Hintergrund. Da geht es um Nährstoffrückführung. Auf diesen Grafiken sieht man, wie eben diese Makronährstoffe verteilt sind in Stammholz, Stammrinde und sonstigen Kompartimenten. Und man sieht halt schon, das ist schon sehr stark im Stammholz etabliert. Und je weniger davon, dass man nutzt, desto weniger Nährstoffentzug erfolgt auch. Zusätzlicher Nutzen davon ist, da greift ein sogenanntes Stück-Masse-Gesetz. Das heißt eigentlich, je größer das Volumen eines Stückgutes, desto kleiner ist die Bearbeitungszeit pro Volumenseinheit. Dadurch haben wir auch unsere Deckungsbeiträge um 20% steigern können. Also dieses ökologische Wirtschaften hat auch einen guten ökonomischen Hintergrund. Es werden die Rückegassen weniger belastet, Rückgeschäden haben sich deutlich gesenkt und indem man halt eben dieses Kronematerial belässt, wird Strukturvielfalt gefördert im Waldökosystem, die Kleinklimawirkung, Humusfang. Gleichzeitig ist das auch ein guter Verbissschutz, lässt eben Verjüngung im Trockensommer deutlich besser ankommen. Also das sieht man hier auf dieser Grafik, das ist ein Bild vom Lainzer Tiergarten. Hier sieht man das liegen gelassene Stammmaterial nach so einem Trockensommer. Da hat es überall Verjüngung gegeben, aber durch diese Kleinklimawirkung, da hat sich die Feuchtigkeit besser halten können, da hat sich ja mehr Humus angereichert, hat sich die Verjüngung in diesem Totholzastwerk etablieren können. Auch ein wichtiges bodenschonendes Thema ist die Anlage von diesen fixen Rückegassen. Wir haben mal begonnen und daraus gelernt. Man kann das sehr systematisch machen, alle 40 Meter. Das heißt, dass 10% des Waldbodens beeinflusst sind. Aber wie man das auf dieser Karte sieht, es ist ein sehr grabendurchsetztes Gebiet und wenn man das mehr an die Topografie anpasst, dann kommt man zu weniger Rückegassen und gleichzeitig zu weniger beeinflusster Waldbodenfläche. Heißt aber,
Man muss zur Rückegasse das Holz mittels Pferd oder auch Rückgemethoden wie mit solchen kleinen Raupen dann heranbringen. Und was man mit dieser Systematik oder Nicht-Systematik eigentlich bewirkt, ist, dass man so sensible Stellen dann aufgrund der Systematik dann befahren muss. Ja, immer ein wichtiges Thema in der Forstwirtschaft ist das Thema Wildeinfluss. Ja, wir versuchen über ein ökologisches Wildtiermanagement dieses Gleichgewicht zwischen Lebensraumabnutzung durch Schalenwild und Wildtierpopulation im Einklang zu bringen. Und da ist ein ganz ein wichtiges Themenfeld, ist eben die Abkehr von der Trophäenjagd. Also mit so einer Zielsetzung geht schon viel in weiterer Folge viel, viel leichter, also wenn man da nicht irgendwie Trophäenjagd bedienen muss und dadurch halt auch andere Wildpopulationen benötigt. Also das ist eigentlich der wichtigste Punkt auf dieser Folie. Und natürlich auch mit diesem ökologischen Waldmanagement werden auch der Lebensraum des Wildes sukzessive verbessert. Also Nahrungsangebot und Deckungsangebot, und dadurch werden auch die Ökosysteme so hingetrimmt, dass sie auch höhere Wildstände vertragen. Gut, diese Folien muss ich leider, glaube ich, zeitmäßig überspringen. Ich komme gleich einmal zur Zusammenfassung. Also wie gesagt, hohe Biodiversität ist die Grundlage für ein langfristig gutes Leben, gleichzeitig wirtschaften. Und unsere Waldbauzielausrichtung geht ja in Richtung möglichst hoher Biodiversität. Aber das konkurriert im jetzigen Wirtschaftssystem vielfach andere einseitig lukrative Zielsetzungen, also wie zum Beispiel die Holzmassenproduktion mittels Nadelholzplantagen. Ja, Biodiversitätserhaltung, Steigerung hat daher unter den jetzigen Voraussetzungen einen Preis. Die Biodiversität sichert Ökosystemleistungen und diese haben dadurch auch einen Preis. Schlussfolgerung aus dem Vorhergesagten. Ja, und nur eine auf hohe Biodiversität ausgerichtete Zielsetzung garantiert unter den zukünftigen Risiken die nachhaltige Schaffung von Werten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und ich erwähne auch nur eine Zahl davon, das in sonstigen Forstbetrieben nicht der Fall ist. Also der Forstbetrieb Wienerwald, die Forstverwaltung Wienerwald beschäftigt direkt 80 Menschen. Und in der sonstigen Forstwirtschaft ist halt das Credo Outsourcing und man arbeitet fast nur mehr mit Fremdfirmen und das hochtechnisiert in vielen Betrieben. Also da gibt es wenige Arbeitsplätze. Auch das ist ein nachhaltiger Wert, den es zu erhalten gibt. Dies muss eben der Gesellschaft allgemein bewusst und vor allem wert sein. Und unser Credo lautet: Ökologie ist die neue Ökonomie. Gut, das wäre es von meiner Seite gewesen. Ich sage einmal, gut bleiben. Wir schauen einmal auf die Gesundheit unserer Waldökosysteme und wünsche allen miteinander in Zeiten vor diesen ebenso weiterhin viel Gesundheit. Danke. Vielen, vielen Dank, Hannes. Das zum Schluss gefällt mir gut, gesund bleiben mit dem X. Ich glaube, schalte mal der Kamera ein. Ich weiß nicht, ob du das wieder irgendwie aktivieren musst, damit wir die auch wieder sehen. So, jetzt sollte im Bild sein. Super.
Danke für die spannende Präsentation und ich würde jetzt auf jeden Fall alle einladen, direkt auch sich, also die Stummschaltung aufzuheben und Fragen zu stellen, sollte es Fragen geben. Also wir sind ja eine recht kleine Runde, da ist das auch durchaus möglich. Also bitte gerne und sonst auch einfach in den Chat die Frage reinstellen, ist natürlich auch kein Problem, dann kann ich sie vorlesen. Und sonst würde nämlich ich gleich anfangen mit einer Frage, weil du hast ja erwähnt, dass zum Beispiel der Beitrag vom Wald zum Klimaschutz bzw. zum Absenkung der Temperatur dadurch berechnet wird, dass man eben zum Beispiel diese Klimaanlagen sich anschaut, wie viel die kosten würden, wie viel die Investition wäre und dann, dass man das dann so eben berechnet. Hast du da noch ein anderes Beispiel, wie das gemacht wird in Wien? Weil das finde ich echt sehr spannend. Ja, da sind wir drauf und dran, in dieser Arbeitsgruppe solche Dinge zu erarbeiten. Anderes plakatives Beispiel wäre über die Trinkwasserversorgung. Wir haben ja das Glück in der Stadt, dass wir dieses Gebirgswasser nutzen dürfen. Und das ist auch nur gewährleistet, indem dieser wichtige Filter Waldboden das Regenwasser gut aufbereitet, und wenn dieser Filter nicht gut funktioniert, dann ist die Stadt konfrontiert mit Wasseraufbereitung. Auch das kann man berechnen. Insofern, wenn ein gewisser Prozentsatz an Wasser aufzubereiten wird, da gibt es ja genug Beispiele, was das kostet. Und anhand von solchen plakativen Beispielen wollen wir Bewusstsein schaffen. Also Bewusstsein schaffen insofern, dass diese Ausrichtung der Bewirtschaftung wichtig ist, diese Ökosystemleistungen zu erfüllen. Und diese Ökosystemleistungen sind mehr oder weniger mit wenig Aufwand zu haben. Und das ist der Punkt dabei. Ja, so ist es. Ja, wirklich spannend. Was ihr jetzt da habt, Entschuldigung. Okay, die Stimme versagt ein bisschen. Gehen wir über zu Sabine, ihrer Frage dabei. Sie fragt im Chat, inwieweit der Tourismus bzw. das Freizeitverhalten der Stadtbewohner einbezogen wird in eure Forstverwaltung. Schon, es ist einer von unseren wichtigsten Aufgabenfeldern. Jetzt in den Corona-Zeiten merkt es die Wiener Bevölkerung auch, wie wichtig das ist. Das ist einmal jetzt nicht einmal so dieser Tourismusfaktor, sondern das ist dieser städtische Naherholungsraum, also den wir auch gratis zur Verfügung stellen, mit Infrastrukturanbindung. Also wir wollen das sehr attraktiv gestalten, wir wollen das auch lenken, also sprich, dass wir für diverse Nutzergruppen auch was anbieten, also für große Nutzergruppen, wie zum Beispiel, wir bieten ein großes Mountainbike-Netz an, ein großes Wanderwegnetz, wir haben einiges an Erholungsinfrastruktur, Spielplätze betreuen wir. Es gibt ein Kletterseilpark und so weiter und so fort. Also es ist ein großes Angebot, Grillplätze, das ist ein ganz wichtiges Thema in der Stadt auch für Leute mit Migrationshintergrund, die sind das Hauptpublikum. Also da versuchen wir halt diese großen Nutzergruppen zu bedienen und das attraktiv zu gestalten. Der Benefit für die Stadt ist halt, wie man das auch jetzt in Corona-Zeiten sehr gut sieht, die Leute, man muss aufs gut Wienerisch sagen, dran nicht durch, Großteils. Also das ist schon auch dieses psychische Wohlbefinden, wo wir einen starken Beitrag dazu leisten. Auf jeden Fall. Ich würde gerne eine Frage stellen, Hannes, zu den betriebswirtschaftlichen Aspekten, die du vorher erwähnt hast. Kannst du das vielleicht noch ein bisschen im Detail ausführen? Zum Beispiel, wenn man jetzt eben an Holzerntekosten, Kosten für die Verjüngung denkt. Servus Erhard, zum einen. Alter Bekannter und wichtiges Thema. Wir sind mit unseren Leistungen natürlich nicht kostendeckend. Also diese besondere
Bewirtschaftung ist halt sowas, wo wir nicht große Gewinne erzielen mit der Holzproduktion. Wir versuchen, einen Teil der anfallenden Kosten abzudecken. Also wir verlangen ja auch keinen Eintritt, zum Beispiel für einen Lainzer Tiergarten. Das soll ja doch für alle zugänglich sein. Also könnte man eigentlich auch zu Geld kommen, aber von den betriebswirtschaftlichen Aspekten ist es bei uns eher so, dass wir eben mit so intelligenten, effizient, suffizienten Handeln. Also das ist ja dieses Beispiel gewesen bei der Holzernte. Wir wollen auf eigene Mitarbeiter setzen in der Holzernte, die sind teurer. Die sind nicht umsonst teurer, weil auch Fremdfirmen sind zu meiner Zeit da schon mal beschäftigt gewesen. Und wenn dann noch Leute dort arbeiten müssen, die aus dem Ex-Ostraum kommen, so Rumänien und so weiter, die sind teilweise so schlecht ausgestattet mit persönlicher Schutzausrüstung. Also das sind alles Themenfelder, das gibt es bei unseren Leuten nicht. Also wir schauen auf das Wohl unserer Mitarbeiter und das kostet da was. Wenn man nicht drauf schaut, ja, dann ist man billiger. Aber wir wollen trotzdem unsere Leute so gut wie möglich einsetzen, indem man halt Systeme ändert, dass das auch kompatibel ist, mit unseren, unter Anführungszeichen, teuren Leuten zu arbeiten. Und das ist schon mal ein Dauerwaldsystem, also wo man auf Qualitätsnutzung setzt und also die Qualität insofern, dass man eher wertvolleres Holz an die Forststraße bringt und alles andere lässt man einfach im Wald stehen. Man in der Pflege dadurch im Dauerwaldsystem zurückfahren kann, durch dieses Stück Massegesetz am Einzelbaum selbst, dass man sich nun mehr konzentriert auf die wertvollen Stammsortimente, als Rest lässt man einfach im Wald. Das hat ja nicht nur den ökologischen Hintergrund, sondern auch den betriebswirtschaftlichen, wie ich auch gezeigt habe. Mit denen kann ich auch einfach Systeme, so wie es wir halt haben, um eine Spur wirtschaftlicher gestalten. Ich hoffe, dass ich da ein bisschen was für die beantworten habe können. Sonst können wir uns das gerne auch vor Ort anschauen. Lade ich dich gern dazu ein. Ja, danke für die Antwort und bei Gelegenheit komme ich gerne auf die Einladung zurück. Das ist natürlich immer spannender, vor Ort das zu machen, auf jeden Fall. Die Miriam hat die Hand gehoben. Bitte, Miriam. Ja, danke. Ich finde das toll, Herr Berger, dieses Umdenken, was vor allem die Entnahme anbelangt, auch die neuen Rückegassen, die eben da behutsamer und schonender sind und dass ihr mit Holz, also mit Pferderückung arbeitet. Also ich bin jetzt schon ziemlich lang aus Wien weg. Ne? Mir ist natürlich Wienerwald und Lobau und so, das war alles meine Heimat. Ich habe ja immer den Wald geliebt. Ne? Ich sehe hier in Brandenburg eben das Problem, dass auch in den staatlichen Forstwäldern, ich weiß nicht, wie es sonst in Deutschland ist, aber ich kann es hier nur von Brandenburg sagen, dass in den Forstwäldern, dass da mit dem großen Harvester drüber gefahren wird und der Boden verdichtet wird und bababam, dass da diese eben in 40 Meter Abstand parallel laufenden Rückegassen durch diese fürchterlichen Kiefernmonokulturen gemacht sind und wie gesagt, dem Harvester komme, was wolle. Und insofern finde ich das echt toll, dass ihr das eben anders macht. Und meine Frage ist jetzt, wann hat bei euch dieses Umdenken angefangen? Also seit wann macht ihr das so? Also in Schritten ist das schon sehr lange etabliert. Aber ich sage mal, der große Riss, auf gut Wienerisch, der ist erst seit kurzem. Also wo man wirklich auch
sich Gedanken gemacht hat aufgrund dieser großen Risikofaktoren, also wo wir ja wissen, eben Eschentriebsterben belastet uns sehr groß und auch diese Klimawandelfolgen. Also da kommt man einfach ins Nachdenken und wir haben auch das Glück, dass wir nachdenken dürfen und auch schlussendlich handeln, dass man sagt, ja, puh, ist das jetzt alles so gut gewesen, so wie wir es bisher gemacht haben, oder ist jetzt doch nicht höchste Eisenbahn, dass man einen anderen Weg einschaltet? Ja, toll. Also praktisch erst so richtig seit ein paar wenigen Jahren. Ne? Ja, genau. Ja. Genau. Ja. Ja, aber immerhin, also Kompliment. Dankeschön. Ganz, ganz großartig. Super. Gibt es sonst noch Fragen? Ja, ich habe nur eine Frage. Ich habe mir das jetzt seitens des Ministeriums angehört. Hochinteressant, gute Strategie. Wir werden nur immer zugeflutet mit Strategien. Inwieweit ist denn der Umsetzungsgrad von Ihrer Strategie auf die Waldflächen im Wienerwald? Erstens und zweitens einmal, wissen Sie, welche Finanzierungsschienen Sie unter Umständen in Anspruch nehmen könnten, um Back on the Roots zu gehen? Ja? Mir gefällt zum Beispiel die Pferderückung ganz gut. Ich selber bin ja aus dem Salzburgischen, aus dem Pinzgau. Ja? Ich kenne da in Uttendorf einen Noriker Züchter, der zum Beispiel sich als zweites Standbein für seine Berglandwirtschaft die Holzrückung, die Holzbringung aus den Wäldern für sich gefunden hat. Ja? Der das als Dienstleistung anbietet. Weil Sie gerade gesagt haben, es ist nicht kostendeckend, aber man kann mit dieser Strategie über eine Nebenschiene eventuell zu weiteren Einnahmen beitragen. Gibt es da schon Überlegungen dazu? Oder war Ihnen bekannt, dass Sie da vielleicht über den Waldfonds oder über Finanzierungen der ländlichen Entwicklung als Pilotprojekt irgendwelche Finanzierungen lukrieren können, um hier was auf die Beine zu stellen? Ja, also danke mal für die Fragen. Natürlich, also wir befassen uns mit diversen Fördermodellen. Man am schönsten würde es immer empfinden, wenn es ohne Förderung ginge. Das ist aber zurzeit Utopie. Zu dieser Kostendeckung muss ich nur ansagen, also gesamtbetrieblich können wir unsere Kosten nicht decken. Wir haben viele Objekte zu erhalten, wir haben diese ganze Erholungsraumbewirtschaftung, das kostet enorm viel Geld. Also das können wir nicht abdecken über die Einnahmen aus der Holzproduktion oder das bisschen aus der Jagd, wie das auch klassisch erfolgt. Also das, in dieser Rechnung geht das nicht auf. Wo es aufgeht, ist, wenn man das an den einzelnen Kostenstellen selbst anschaut, also im Themenfeld, wenn ich jetzt rein nur wie das bei uns heißt, das Produkt Waldbau anschaue, also die Kostenstelle Waldbau, da sind wir schon leicht im Plus. Also auch die Pferderückung, die wir, sagen wir so, mit 10% vom gerückten Holz überhaupt pro Jahr werden mit Pferde gerückt, auch das ist dort drinnen, dass sie das abdeckt. Und wir haben da keine Förderung darauf in Anspruch genommen. Und die Förderung, das sollen wirklich auch Betriebe, private Betriebe nehmen. Wir schauen natürlich, dass wir jetzt im Zuge vom Waldfonds schon einiges anderes einreichen werden,